Da hat man eine Pause in deiner Nutzspastel eingeworfen. Ein bisschen Schmerztablette oder so, wie man es nennen will. Oha. Ich wollte gerade sagen, genießen wir die Party, aber die sehen nicht so aus, als. Der sieht nicht so, die sehen nicht so aus, als hätten die Party Laune. Nun? Er ist ein Baronet. Wo finde ich einen anderen Baronet? Bist du immer noch da? Verschwinde. Okay, ich habe mich da nicht einzumischen, aber. Okay. Warum? Hallo Vivian. Nun tu nicht so, als ob du mich nicht kennst. Warum diese depressive Stimmung? Ist das eine Art, einen alten Kumpel zu behandeln? Ihn einfach zu ignorieren? Da liegt ein Irrtum vor. Wir kennen uns nicht. Sei nicht albern, Vivian. Ich würde deine Mähne überall erkennen. Jetzt spielst du wohl die feine Dame. Aber bevor Baron Edward, sie heißt nicht Vivian, dich aus der Gosse gezogen hat, warst du eine gewöhnliche... Schluss jetzt. Die Dame sagt, sie kennt dich nicht. Wer ist das denn? Dein neuer? Älter als der vorige scheint mir. Ein hinfälliger, bemooster Sack. Je weniger sie können, desto mehr lassen sie wohl springen. Du wolltest es nicht anders. Hey, Kumpel! Forstkampf. Reiche Städter. Danach werden wir von der Party geschmissen. Sie sollten doch keine Aufmerksamkeit erregen. Was? Ist doch nichts passiert. Der Barade. Aberglaube waren immer das Terrain der Idioten. Scher dich weg! Verfein. Das waren noch Zeiten. Schiff Ingrid Wegebund. Wegebund. Na dann. Kann nicht atmen. Ich bin ein Kragel. Mein Mann ist Aufseher von Beruf. Ist der aber blau. Hör auf zu jammern. An klaren Tagen kann man die Banner nicht. Hier ist eine Quest oben. Moritz, was machst du denn hier? Die kleine Marigold, na sowas. Und ich dachte, das hier wäre eine Veranstaltung mit Klasse. Ja, du hast mir auch gefehlt. Aber können wir das jetzt lassen? Kommst du aus Novigrad raus? Du kannst dich uns anschließen, wenn du willst. Triss, dazu sind wir nicht hier. Doch, genau dazu sind wir hier. Nun, Moritz? Mich euch anschließen? Und wer wäre das wohl? Unter anderem deine Freunde. Sobald alle versammelt sind, führe ich euch. Du führst? Vergib mir, Marigold, aber da kann ich mich ja gleich von einer lahmen Ente führen lassen. Mach's gut. Wer war das? Er ist ein alter Freund, Moritz Diefenthiel. Ich erzähl dir die Geschichte ein andermal. Ah ja. Oh, sehen wir uns um. Ne, Innenhof. Eine Queste. Zeit, in Rubine zu investieren. Warst du in Wüsten? Angeblich ist das eher ein Schweinestall als ein Aufstand. Ah, ein weiterer Herausforderer. Herr Devanon hat seinen Platz am Tisch gerade erst freigegeben. Unwahrscheinlich, dass er zurückkehrt. Was ist ihm denn passiert? Ein paar gute Männer haben ihn beiseite genommen, damit er sich nicht wehtut. Also spielen wir? Zunächst soll Markgraf Wladimir Dekret antreten. Eine Sidequest in einer Sidequest. Also dürft ihr alles oder nichts spielen. Wenn's denn sein muss. Ich bin mehr Wind. Ich verliere mal Haus hoch. Wir haben nur einen.
Muss ich rüberziehen oder wie? Ja, einfach alle mal ausrüsten. Nicht nur deine Herzkarten, ey, ja gut. Die haben jetzt rausgenommen, das ist ja toll. Verzeihung. Genossen. So. Dann spielen wir. Spielen wir Wind. Gutes Wetter. Nicht die Nebel anzubieten. Hebt alle Effekte von Wetterkarten auf. Ah ja. Versteckt alle Einheiten in der Reihe um 1. Selbst ausgenommen. Rundenbeginn. Ich gewinne mal die erste Runde und die zweite und die dritte verliere ich dann immer. Das ist halt. Ich verstehe es auch. Ich verstehe das Spiel irgendwie nicht. Okay, setzen wir den mal ein. Ne, warte. Wir setzen einen oben dagegen. Du bist am Zug, okay. Durch den umsitzen, der ging das im Zug. Sitz 6. Ging das am Zug. Dreizehn, das ist nicht gut. 16. Seine Runde und der Gina passt. Du bist am Zug. 15. Mhm. Jetzt rüsten wir den Rest hier aus. Und dann, wie läuft das jetzt hier? Und des Kommandanten. Verdoppelt die Stärke der Einheitskarten. Du hast die Runde gewonnen. Runden beginnen.
Fähigkeiten. Im Grunde gepasst. Der Genasanzug. Okay, und warum habe ich jetzt verloren? Das ist wieder sowas, so ein Ding. Der Gegner hat die Runde gewonnen. Ja, das ist jetzt. Davon rede ich ja. Und schon wieder verloren. Der Gegner hat die Runde gewonnen. Was? Ich habe nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich hasse das Spiel, Günz. Zunächst sollst du gegen Markgraf Wladimir Dekret antreten. Der kann sich das Verlieren leisten. Also dürfte er alles oder nichts spielen. Oder auch nicht. Mir ist nicht danach. Dir ist nicht nach Gewinnen? Mir ist nicht nach Verlieren. Entschuldigung. Ich hasse Gewinnt. Und weiß nicht, verstehe. Mein Mann ist Aufseher von Beruf. Bin schon wieder zu spät zum Abendessen. So, hier ist. Ihr müsst doch unsere Dame sein, die wir suchen. Entschuldigt mich kurz. Du bist... Ja, ich bin es. Die Forellenkundin. Oh ja, natürlich. Entschuldige die Vorsicht, aber können wir irgendwo allein sprechen? Vielen Dank für deine Hilfsbereitschaft. Mein Hausdiener hat schon angekündigt, dass du einen Freund mitbringst. Ich möchte, dass so wenige wie möglich von Alberts Flucht erfahren, aber wenn du diesem Mann traust, wie keinem sonst. Oh. Gab es in letzter Zeit Zeichen von den Jägern? Nicht seit sie meinen Diener auf dem Markt angegriffen haben. Aber ich habe einen von der Tempelwache bestochen. Er sagte, dass bei der Wache immer häufiger von Albert die Rede sei. Wie hat die Tempelwache denn überhaupt von seinen Interessen erfahren? Ich kann leider nicht ausschließen, dass Albert selbst die Quelle war. Vielleicht hat er mit einem Experiment geprahlt. Er ist zu sorglos. Wie sein Vater. Der war auch gutherzig. Aber ein Trottel. Eine Krabbspinne hat ihn verschlungen, falls ihr davon gehört habt. Ja, er muss weit rumgekommen sein. Nicht doch. Er wollte sie züchten. Vielleicht sollte ich froh sein, dass Albert sich Alchemie ausgesucht hat. Bis vor kurzem war das noch vergleichsweise sicher. Vergleichsweise. Holen wir Albert. Wo ist er? Er unterhält die Gäste. Auf meinen Empfängen ist er stets überaus präsent. Ich wollte keinen Verdacht erregen. Wann können wir ihn wegbringen? Wenn die Gäste so viel getrunken haben, dass sie nur noch die Tabletts mit den Kelchen wahrnehmen. Keine Bange, das geht schnell. Ist dein Sohn denn startklar? Wir müssen rasch handeln. Ja, ich habe mich um alles gekümmert. Wohin bringt ihr ihn denn? Es ist besser, wenn du keine Details weißt. Er wird sicher sein, versprochen. Aber bitte vertrau mir. Ich mache das nicht zum ersten Mal. Ich weiß. Danke. Woran erkennen wir ihn? Er trägt eine Panthermaske. Er weiß, dass ihr kommt. Ironischerweise scheint er recht aufgeregt. Ich fürchte, ihm ist nicht klar, in welcher Gefahr er schwebt. Ich sagte ja, besonders helle ist er nicht. Na, keine Sorge deswegen. Damit passt er zu diversen Magiern. Geralt, wir gehen ihn suchen. Ich warte auf eure Nachricht. Finde Albert Wege und er trägt eine Panthermaske. Okay. An mehreren Stellen, wo er sein kann, oder wie? Mir trägt niemand überhaupt eine Maske. Panthermaske, wie wär's denn hiermit? Ja, Schätzchen? Albert Wegelbut? Für dich, Süße, auch Adolf Valentino. Das sah mir sehr nach einer Panther aus. Wacka, wacka, mein Bester. Das ist so öde, dass es schon wehtut. Hier irgendwo. Ich weiß, es klingt unbescheiden, aber unsere Jagdhunde sind einfach die Besten.
Wild sind sie wohl auf jeden Fall. Ja, aber auch hervorragend abgerichtet. Ohne meine Erlaubnis würden sie nicht mal winseln. Du bist der berühmte Geralt von Riva, nicht wahr? Ja. Nimm dir meine Panthermaske. Sieht nicht so aus. Und als Nebenattraktion in einem Zirkus. Das könnte ziemlich profitabel sein. Und dann ein kolossaler Knall. Schon wieder eine Nacht mit dieser Hunde. Und? Ist nur eine Panthermaske. Ja. Hübsche Maske. Das muss auch sein. Albert Wegelboot? Nein! Ich bin ein schwarzer Panther! Oh, aber klar. Black Panther. Deine Mutter schickt uns, Herr Panther. Oh, ihr seid also... Ja, wann können wir das Anwesen verlassen? Ja, Maman sagt, am besten warten wir, bis alle betrunken sind. Außerdem gibt es später Feuerwerk. Das ist eine prima Ablenkung. Wenn es anfängt, schleiche ich mich weg in den Garten. Wir treffen uns dann im Heckenlabyrinth. Wir warten da auf dich. Sehr schön, aber probiert vorher noch den Fiorano Rosé unbedingt. Können wir noch ein bisschen Feuerwerk sehen? Hat Albert nicht vergessen, wozu das alles gut ist. Willst du draußen warten? Ich habe einen hübschen Platz im Garten gesehen. Nun? Warte mal, das ist mir gut auf der Bank. Aha, warten. Wart, in Anführungszeichen. Von den Schwarzen abhängig, wirtschaftlich. Hör nicht auf diese Demagogen. Radovid steht für Stabilität. Er ist wirklich ein toller Mann. Hurra! Zeit in Rubine zu investieren. Ist der aber blau. Was da? Maul jetzt, lass mich in Frieden. Okay, jetzt guckt sie. Sie läuft ja auch noch rum. Wo ist die Bank? Auf der wir warten. Können wir uns nicht kurz setzen? Sehr gerne. Endlich keine Maske mehr. Wenigstens für einen Moment. Schlecht gealtert. Von hier. Und Wein gibt's auch. Ist das lange her, dass ich zuletzt auf einem Ball oder bei einem Fest war? Was für eine angenehme Abwechslung von der Novigrader Kanalisation. Dann kann ich die Frage jetzt wohl stellen. Ja? Was ist mit dem Magier, den wir vorhin getroffen haben? Ach, Moritz, was willst du wissen? Ich hatte den Eindruck, dass er dich nicht besonders mochte. Ich glaube eher, er würde mich lieber als seinen Schützling sehen und nicht als seine Anführerin. Ja, aber du bist diejenige, die Magier aus Novigrad rausschleust. Manchmal frage ich mich, wie ich die eigentlich alle zusammengebracht habe. Das war dein persönlicher Charme. Vorsicht, das klang wie ein Kompliment. Das sollte es auch. Oh, versuchst du etwa... Da kommt wer. Ist das Albert? Nein, ein verirrter Gast. Psst. Sucht sicher seine Geliebte. Wie in dem Elfenmärchen über den Frosch und die Lerche. Inchu, Inchu, wer Brogge. Stück für Stück, kleiner Frosch. Psst, gehen wir. No. Hoffentlich werden die anderen Gäste nicht so schnell betrunken wie ich. Je eher wir hier wegkommen, desto besser. Oh nein, ich will mir erst ihr berühmtes Heckenlabyrinth ansehen. Was?
Angeblich sind die Statuen dort komplett. Hat einen Kelch getrunken und ist dicht. Ganz und gar was? Nackt. What the fuck, Triss? Triss, warte. Kommst du? Wie viel hat die getrunken? Einen Kelch? Das ist. Die Frau trinkt keinen Alkohol. Natürlich, jetzt verirren wir uns noch ein Heckenlabyrinth. Geralt, kommst du? Bin schon da. Vorsicht. Schön im Feuerwerk. Oh, schön. So muss das. Jetzt noch das Feuerwerk dazu zeigen. Gold, endlich! Wie schade, dass wir uns unter so natürlich muss er die Stimmung versauen. Treffen müssen. Das kannst du laut sagen. Aber ich bin sicher, das werden wir noch gut machen. Ich muss dir unbedingt meine alchemistischen Rezepte zeigen. Aber ist dir jemand gefolgt? Ich glaube nicht. Tausch trotzdem zur Sicherheit die Masken. Wir gehen zuerst. Geralt kommt direkt hinterher. In den Ställen warten gesattelte Pferde. Gut, wir treffen uns dort. Oh, ich dachte, ich könnte hier noch ab in die Hecke. Eine Viertelstunde später. Finden aus dem Labyrinth heraus. Ja, sehr schön. Albert! Du wolltest mir dein Labor zeigen. Albert, da bist du ja, mein Lieber. Hier bist du. Also, wegen dieser Privatvorstellung. Unter anderen Umständen bekämst du das volle Programm. Oh, tut mir leid, ich... Aha. Gibt's hier Ärger. Albert Wegelboot? Geh bitte beiseite, Fräulein. Bei uns zählt Adel nicht, junger Graf. Mach keine Zicken, sonst setzt's was. Die sind blind. Oder so. Die Hexerrüstung sehen sie nicht. Okay, die kassieren wir ordentlich. Okay. Kacke. Kommt her, Hexenjäger. Na komm, einer nach dem anderen. Verdammt, ich habe schon gegen andere Leute im Forstkampf gekämpft. Daran wird es nicht scheitern. Okay, die Aktion ist verboten. Los, gib sie! Sehr schön. Ein lebenswichtiger Angelegenheit. So, und weiter hier. Ja. Eine Sackgasse. Sehr schön. Dem Navi nicht vertrauen. Tue ich aber schon wieder. Ah, und hat funktioniert.
trifft es und Albert in den Ställen. Ach, scheiße. Nein. Die werden doch nicht betrunken, wie Triss ist. Die Pferde satteln. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Es hat Ärger gegeben. Jäger? Kommen Sie her? Nein, wir haben noch Zeit. Aber schick bitte jemanden in den Garten. Da muss Ordnung geschaffen werden. Ich kümmere mich darum. Und ihr, beeilt euch. Alles bereit? Ja, deine Schwerter habe ich schon von der Wache zurück. Und Ingrid hat mir das Geld gegeben. Es ist mehr als erwartet. Viel mehr, um ehrlich zu sein. Aha. Wunderbar. Wohin verschwinden wir denn jetzt? Du? Nirgendwohin. Jetzt ist es endlich möglich, sogar wahrscheinlich, dass wir alle Magier aus Novigrad rauskriegen. Du weißt, wo du mich findest, wenn du dich verabschieden willst. Verabschieden? Oh no. Was am Brunnen passiert ist, wir hätten nicht. Es war meine Schuld, ich weiß. Der Wein war mir zu Kopf gestiegen. Tut mir leid. Triss, entschuldige dich nicht. Herrin Merigold! Wir müssen los. Ich weiß. Das war natürlich ein Fehler. Das ist zwischen den beiden so irgendwie nicht geklappt. Das ist, glaube ich, so das die Lore von The Witcher. Soll ja nicht klappen. Such den goldenen Stern. Ah, okay. Das ist die nächste. Okay, die Quest haben wir abgeschlossen. Ich konnte das Feuerwerk gar nicht sehen. Wie traurig. Quest gescheitert, sammeln sie alle. Ah, okay. Da kommen wir jetzt nicht mehr rein. Schauen wir mal in die Questbücher. Das sollten wir nochmal machen. Und sollten wir das machen und dann das. Und dann können wir mit der Hauptquest weitermachen, die da heißt, mit Pushilla zu reden. Und Triss, die können wir jetzt im Anschluss nicht nochmal treffen. Triff dich mit Triss. Na, dann machen wir das doch jetzt. Wenn wir schon mal Triss sind, machen wir das gleich weiter. Das sind nur mal eine schnelle Reise nutzen. Am besten hier hin. Platz des Vierreichen. Und verabschieden wir uns mal. Ach du Schande. Abschiede. Ich hasse Abschiede. Du siehst mir äußerst verdächtig aus. Heldenrand. Ich hab hier den zu treffen. Aus dem Weg. Macht Platz, Sekunde Landvogt. Wachen vor Triss Haus. Oh nein.
Aber ich habe im Voraus gezahlt, für den ganzen Monat. Das stimmt, aber den alten Preis. Jetzt ist das Risiko. Gibt's hier Ärger? Aber du hast was anderes, Liebchen. Ich habe auch noch die Wolfsmaske auf. Her mit der Halskette und dann raus hier. Hände weg, sonst schneide ich sie ab. Geralt, das musst du nicht tun. Ich will aber. Nimm deine Sachen und los. Raus jetzt! Sofort! Wenn ich deine Hilfe brauche, bitte ich darum. Was? Bist du wütend? Wütend? Nein. Aber die Kette haben sie verdient. Sie haben viel riskiert, indem sie mich versteckt haben. Musik.